أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مثل البعوض جناحها، جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir haben das Thema Ramadan bzw. As-Siyam, das Fasten, das letzte Mal beendet. Und heute werden wir inshallah ta'ala mit dem neuen Kapitel beginnen, Fiqh al-Nikah, das Buch über al-Nikah. Und das ist ein Thema, womit sich ein jeder Muslim beschäftigen sollte. Denn jeder Muslim sehnt sich danach zu heiraten. Oder fast jeder. Und das ist natürlich die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dass er die Frauen geheiratet hat. Warum sagen wir das? In der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist ihnen einmal zu Ohren gekommen, dass es drei Männer gab, die vor der Tür des Propheten sallallahu alaihi wasallam miteinander geredet haben. Und einer sagte, ich werde die gesamte Nacht nicht schlafen, sondern ich werde Qiyamul Layl beten. Und der andere sagte, ich werde nicht mehr essen, sondern nur noch fasten. Das bedeutet, hintereinander weg, die Tage, fasten, fasten, fasten. Und einer sagte in einer Überlieferung, ich werde kein Fleisch mehr essen. Und der andere sagte, ich werde keine Frauen heiraten, sondern er wollte seine gesamte Zeit, was widmen, der Ibadah. Als der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, von diesen Worten gehört hat, über diese drei Männer gehört hat, ist er sehr wütend und zornig geworden. Und er hat die gesamten Muslime miteinander versammelt und hat eine Rede gehalten, in dem sein berühmter Ausspruch gewesen ist, man raghiba an sunnati, man raghiba an sunnati, falaysa minni, derjenige, der sich von meiner Sunna entfernt, gehört nicht zu mir. Was wollte uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen? In einer Überlieferung erfahren wir, dass diese drei Männer dieses gesagt haben, weil sie gedacht haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nachlässig geworden in seiner Ibadat, weil Allah ihm alle Sünden in der Zukunft und in der Vergangenheit verziehen hat. Schaut mal, subhanallah, das Übel dieser Gedanken. Sie dachten, was? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nachlässig geworden. Also haben sie gesagt, ich werde nur noch die ganze Nacht durchbeten. Ich bin besser als der Prophet Muhammad, in Klammern. Ich werde nicht heiraten, sondern meine gesamte Zeit ist für die Ibadah. Und so weiter und so fort. Die Fälle, die ich erklärt hatte. Also hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bezüglich dieser drei Männer klare Worte gesprochen, indem er sagte, wer sich von meiner Sunna entfernt, gehört zu mir oder gehört nicht zu mir? Gehört nicht zu mir. Also hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sich von diesen Personen freigesprochen. Und jeder sollte wissen, niemand war eifriger in den Ibadat als der Gesandte sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bei Bukhari ist verzeichnet, liebe Geschwister, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war mit seiner Frau Aisha radiallahu anha im Ehebett. Und in der Nacht sagte er zu ihr, lass mich, o Aisha, lass mich alleine mit meinem Herrn zusammen sein. Dann ist er in ein Zimmer gegangen und hat angefangen, das Nachtgebet zu verrichten. Dann hat er Qiyamul Layl gebetet. Und er hat so lange gebetet, bis was mit seinen Füßen passiert ist? Na, geschwollen. Bis sie geschwollen sind. Wurima, ja, die geschwollen sind, sogar so wie eine Art Beule aufgegangen sind.
bis er dann gefragt wurde, ja Rasulallah, warum plagst du dich so ab, wo doch Allah dir alle Sünden vergeben hat, in der Zukunft und die Vergangenen. Dann sagte er, أَفَلَا أَكُنْ عَبْدًا شَكُورًا, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Das heißt, Allah hat mir alles gegeben. Und Allah ist so großzügig zu mir. Allah Azza wa Jal, er ist mein Schutzherr. Soll ich nicht dankbar sein ihm gegenüber? Haben diese drei Männer recht gehabt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nachlässig in der Ibadah geworden ist? Antwort: Natürlich nicht. Niemand kann die Sunan, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an einem Tag gemacht hat, niemand kann sie ihm gleich machen. Wisst ihr das? Schaut mal, vielleicht kennt der eine oder andere von euch einige Sunnah, manche mehr, manche weniger. Wie oft vergessen wir, bestimmte Dua zu machen für bestimmte Gelegenheiten, richtig? Oft. Diese Sunnah hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vollzogen. Wie oft kommen wir in die Moschee rein und vergessen, was zu sagen, das? Bittgebet für das? Eintreten in der Moschee? Mir persönlich passiert das sehr oft. Das macht man nicht absichtlich, aber wir sind Menschen. Wir vergessen sehr viel und wir vernachlässigen sehr viel. Viele von uns sogar, wenn sie essen, die vergessen Bismillah zu sagen. Nicht aus Vergesslichkeit, sondern weil sie keine Zeit haben. Das Essen muss schnell gewürgt werden. Die Sunnan, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an einem Tag, und es wäre interessant für euch und ich würde euch das empfehlen. Wir haben früher diese Unterrichte gemacht. Einen ganzen Tagesablauf vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, von morgens bis abends. Die Unterrichte haben wir vor, weiß ich nicht, 6, 7 oder 8 Jahren gemacht, hier ebenfalls in der Moschee. Aber leider viele Unterrichte haben wir nicht mehr. Aber da hat man gesehen, wie viel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tatsächlich an einem Tag gemacht hat. Und wie seine Zeit extrem gesegnet war. Subhanallah al-Azim. Wer kann das Nachtgebet beten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Wisst ihr, dass er einmal in der Nacht angefangen hat zu beten und Hudhaifa radiallahu anh hat sich neben ihn gestellt. Hudhaifa dachte ein Gebet und das war's. Auf einmal liest der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Surah Al-Baqarah. Es würde genügen, wenn wir hier Stopp machen. Surah Al-Baqarah, wenn du das in einer normalen Geschwindigkeit durchliest, wie lange brauchst du? Hä? Ungefähr? 1,5 bis 2 Stunden. 2 Stunden. Wenn du das in einer normalen Geschwindigkeit durchliest, hast du 2 Stunden, die du investieren musst, um die Surah Al-Baqarah zu beenden. Weiter. Hat er aufgehört? Hudhaifa radiallahu anh dachte, nach den ersten 100 Ayat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wird jetzt in den Rukua gehen. Nichts dergleichen. Sondern er betete nicht nur 100 Ayat, nicht nur 150, nicht nur 200, nicht nur 250. Wie viele Ayat hat die Surah Al-Baqarah? 200? 86 oder 87? 86. Ganz sicher? Ja. 100%? Ja. Soll ich das annehmen? Ja. Seid ihr vertrauenswürdig in der Hadith-Lehre? Nein. Nein. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die gesamte Surah Al-Baqarah durchgelesen. Was dachte Hudhaifa radiallahu anhu jetzt? Er ist fertig mit der Baqarah, also? Ne? Wird er jetzt in den Rukua gehen? Dann hat er angefangen, nicht mit Surah Ali Imran, sondern mit Surah An-Nisa. Surah An-Nisa, mashallah, hat auch mehr als eine Seite. Surah An-Nisa, da sind teilweise so lange Ayat, manchmal ist eine Ayat fast eine ganze Seite. Und hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die gesamte Surah An-Nisa durchgelesen. Hat er dann beendet? Nein. Er hat dann die Surah Ali Imran gelesen. Schaut mal, erstmal Baqarah, dann An-Nisa und dann Ali Imran. Das haben auch die Gelehrten als Beweis benutzt, als Beweis genommen. Wenn du auch in der ersten Raka'a eine Surah liest, zum Beispiel aus dem letzten Kapitel, und du liest in der zweiten Raka'a eine Surah aus dem Anfangskapitel, kein Problem. Dieser Tartib, diese Ordnung, dass die Surah nacheinander gelesen werden müssen, ist keine Pflicht. Und das, sagt Al-Qadi Rahimullah Ta'ala, ist eine Sunnah bei den Gelehrten. Schaut mal, subhanallah, er hat Al-Baqarah gelesen, dann hat er An-Nisa gelesen, dann hat er Ali Imran gelesen. Dann ist er tatsächlich in den Rukua gegangen. Nur dauerte der Rukua so lang wie seine gesamte Rezitierung. Und dann kam er vom Rukua hoch und dann hat er sich niedergeworfen.
Und seine Niederwerfung war so lang wie sein gesamtes Stehen. Wo sind die Leute, die sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war nachlässig? Und eigentlich ist das unmöglich, diese Surah alle hintereinander zu lesen in einer Nacht. Aber was hat Allah gesegnet vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam? Ja? Seine Zeit. Wir wissen über Uthman radiallahu anhu. Uthman hat einmal in einer Rak'ah den gesamten Koran durchgelesen. Den gesamten Koran, 600 Seiten. Versuch an einem Tag, ich fordere dich heraus, den gesamten Koran durchzulesen. Du wirst es erstmal, wenn du Araber bist und schnell lesen kannst und nicht dieses Problem der Rezitation hast, wenn du das alles besitzt, dann wirst du mit Mühe und Not, ohne Essen, ohne Trinken, ohne Schlafen, vielleicht den Koran am Tag durchlesen. Uthman radiallahu anhu hat ihn über die Nacht durchgelesen. Warum hat Allah uns solche Vorbilder vorgegeben? Damit wir sagen, ja, das waren doch eh Sahaba und wir haben unsere Kraft und sie hatten ihre Kraft. Nein. Schaut mal, was ein Gelehrter sehr schön in seinem Buch sagte. Er sagte, deswegen hat Allah diese rechtschaffenen Vorfahren erschaffen. Sie als Beispiel gemacht für die Gläubigen, damit die Gläubigen ihnen nachahmen. Stellt euch vor, hier würde keiner praktizieren in Berlin. Würdet ihr dann praktizieren? Nein. Stellt euch vor, hier gäbe es keine Moscheen, nichts vom Islam. Würden wir uns bewegen? Aber weil wir sehen, es gibt Leute, die sind Sterne im Himmel, die tun für den Islam, sie rufen zum Islam, sie geben ihren Einsatz. Was passiert automatisch mit den anderen? Sie nehmen sich diese Leute zu Vorbilder. Also wollen sie es ihnen nachmachen. Und deswegen hat doch Allah Azza wa Jalla diese rechtschaffenen Menschen erschaffen. Wozu dann die Rechtschaffenen? Wozu haben wir die ganzen Beispiele der Sahaba? Damit wir sagen, wie heutzutage Leute, ja? Der sagt dir, ja, ich bin kein Sahabi. Ja, keiner hat dir gesagt, du bist ein Sahabi. Aber die Taten der Sahaba sind wichtig für dich, dass du verstehst, dass es Leute gab, die so einen Einsatz für diese Religion erbracht haben. Und du sollst es ihnen nachmachen. Du sollst es ihnen nachmachen. Allah gibt seine Kraft, wem er will. Und deswegen darfst du niemals zu denjenigen von den Pessimisten gehören und sagen, ja, 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 ja. Das sind Leute und ich bin jemand. Nein, du kannst, wenn du willst. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Haben wir nicht im Ramadan jede Nacht 11 Rak'a gebetet? Frage, tun wir es außerhalb? Das heißt, wir könnten, wenn wir wollten. Richtig oder nicht? Das ist doch der Beweis gegen uns. Sach oder nicht? Wir haben jede Nacht... Okay, wer betet heute noch 11 Rak'a in der Nacht? Das heißt, wenn wir wollen, können wir. Aber wir wollen nicht. Aber wir sagen, wir können nicht. Obwohl, was ist richtig? Wir wollen nicht oder wir können nicht? Wir wollen nicht. Das ist ein eindeutiger Beweis. Daher, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sehr viele Dinge am Tag gemacht. Und wir sollten versuchen, seiner Sunna auf Schritt und Tritt zu folgen. Deswegen lernen wir ja auch alles, damit wir dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Vorbild gegeben worden. Und ich staune über die Leute, die diese Ayah lesen und nichts mit der Sunna gemeinsam haben. Was sagt Allah uns in dieser Ayah? Wir sollen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam was? Wir sollen ihn befolgen. Was versteht man nicht an dieser Eier? Und dann gibt es Leute, die leben ein Leben genau umgekehrt zur Sunna des Propheten Mohammed. Der Prophet sagt, lasst euren Bart wachsen und kürzt euren Schnurrbart. Oder trimmt euren Schnurrbart, je nachdem, wie man das wörtlich ausdrückt. Was machen die Leute heute? Sie kürzen ihren Bart und lassen was extrem wachsen? Ihren Schnurrbart. Schaut mal. Genau, entgegengesetzt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, kürzt eure Gewänder. Was machen die Leute heute? Die Männer laufen mit Gewänder oder mit Hosen oder alles steht für Gewand. Das schleift schon hinter ihnen fast. So.
Und im Gebet krempeln sie es dann um. Haben sie zweimal Haram gemacht. Weil einmal hat der Prophet s.a.w. angeordnet, dass wir die Gewänder allgemein kurz halten sollen. Und dann gibt es noch ein extra Verbot im Gebet, für das Gebet die Klamotten zu krempeln. Warum machen wir alles entgegen der Sunna? Weil wir haben diese Ayah nur gelesen, im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Vorbild vorgegeben worden, aber leben wollen wir nicht danach. Das ist die Wahrheit. Und daher soll jeder verstehen, wie der zweite Teil von der Ayah gilt. Ist, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Vorbild gegeben worden. Jetzt kommt der entscheidende Teil. Für denjenigen, der auf die Begegnung mit Allah hofft und auf den jüngsten Tag. Da wirst du deine Belohnung bekommen für die Befolgung oder deine Strafe für die Nichtbefolgung. Allah Azza wa Jal sagt eine Ayah, die das Herzen von einem jeden Gläubigen eigentlich, und ich setze das in Klammern, erbeben lassen sollte. Allah Azza wa Jal sagt, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَا أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. So sollen sich diejenigen vorsehen, die sich seinem Befehl widersetzen. Dem Befehl von wem? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie nicht eine Fitna trifft. Imam Ahmad rahmatullah alayhi sagt, die Fitna bedeutet hier Schirk. Dass sie nicht Fitna trifft oder eine schmerzhafte Strafe. Reicht? Es reicht den Gläubigen als eine Warnung, dass sie in jedem Fall dem Gesandten sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam folgen müssen, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Ich habe überlegt, womit fängst du heute an, wenn du über das Thema sprichst? Fiqh an-Nikah. Natürlich, wir reden über Urteile und wir reden über bestimmte Gegebenheiten, die ein Muslim kennen sollte. Aber ihr erlaubt mir, insha'Allah ta'ala, dass ich ein Vorwort, bi'idhnillah as-sami' al-alim, bezüglich dieses Themas ein paar Minuten aufgreife, insha'Allah ta'ala. Und zwar hören wir in der letzten Zeit, ich sage nicht schlimme Dinge oder katastrophale Dinge. Ich sage Dinge, für die sich vielleicht sogar ein Käfer schickt. Was manche Brüder und manche Schwestern veranstalten, indem sie heiraten und danach ein Leben der Kuffar leben. Was meint Abul Barada? Sowieso, die Mittel der Heirat bestehen heute durch was? Wie heiraten Leute? Wie lernen sie sich kennen? Über? Facebook. WhatsApp. WhatsApp auch? Ja, WhatsApp auch. Wie kann man bei WhatsApp jemanden kennen? Facebook-Nummer. Facebook, na. Was noch? Und diese Twitter, kann man nichts machen? Gibt's da nichts? Kann man auch. Das heißt, sie lernen sich kennen durch soziale Netzwerke. Und hier sollten wir eine Sache erstmal verstehen, liebe Geschwister. Du kannst ein Ziel haben, was halal ist. Aber wenn dein Mittel haram ist, was ist mit deinem Ziel? Wird nicht halal sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr habt eine Familie, ihr wollt sie ernähren. Euer Ziel halal oder haram? Erlaubt oder verboten? Erlaubt. Daraufhin arbeitest du in einem Restaurant, wo du Alkohol und Schwein verkaufst und sagst, mein Ziel ist, diese Familie zu ernähren. Wie ist die Angelegenheit hier geworden? Wie ist die Angelegenheit geworden? Sein Ziel war, dass er seine Familie ernährt. Und sein Mittel war, dass er haram verkauft hat. Wie ist die Angelegenheit? Erklärt sie mir. Verboten. Muss ich einen Job suchen. Ja, ich frage aber nach der Angelegenheit. Das ist verboten. Das Ziel ist nicht halal. Sündigt. Er hat? Nam? Wenn sein Ziel, seine Absicht halal ist, aber seine
Mittel haram sind, dann ist das Ziel auch, kann das Ziel niemals halal sein. Wenn sein Mittel haram ist, wie soll sein Ziel halal sein? Wenn sein Mittel verboten ist, was er benutzt. Wie einer, er will heiraten und dann sagt er, ja, ist mir alles so kompliziert hier jetzt, Brüder zu fragen und so. Wer, ich gehe einfach in die Disco und dann mache ich sie zu einer Muslima. Ist ja heute alles drin. So. Sein Ziel ist halal, er will heiraten. Aber was war sein Mittel? Haram. Deswegen, diese Facebook-Geschichten, liebe Geschwister, und ihr seht sie alle, hat Allah das gesegnet. Schaut mal, wie die Ehen sind. Alhamdulillah kriegt ihr von diesen Themen nichts mehr. Wir hören bestialische Geschichten, wie Leute miteinander umgehen. Sie heiraten morgens und lassen sich abends scheiden. Ja, die sah nicht so aus wie auf dem Foto. Naja, Photoshop lässt grüßen, ja. Sah nicht so aus wie auf dem Foto. Ja, was denkst du denn? Macht sie ein Foto rein, wo sie 20 Pickel hat und weiß ich nicht? Ja, ich dachte, sie wäre eine Anständige. Deswegen hat sie auch nur 25 Bilder von sich gepostet. Sie sagt, ja, ich dachte, der chattet nicht mit anderen Frauen. Nee, warum ist er sonst im Facebook drin? Schaut mal, subhanallah al-Azim, diese Leute betrügen sich selber. Jeder weiß von ihnen, wenn ich diesen Weg gehe, dann was will ich erwarten von dem, den ich kennenlerne? Was will ich erwarten? Ein Tugendhafter macht das nicht. Er geht nicht in Facebook, um zu heiraten. Und er geht nicht in anderen Netzwerken, um zu heiraten. Allah hat für ihn die Ehe geschrieben, ja oder nein? Ja oder nein? Hört mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. وَمَا يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ oder إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Ein Mann wird nichts von der Dunya bekommen, außer was Allah für ihn bestimmt hat. Dann eine Frage. Sollst du Haram begehen, damit du eine Sache bekommst, die du geschrieben bekommen hast? Ist das dumm oder nicht? Wallahi al-Azim, wenn du überlegst und verstehst, dann sagst du dir, warum soll ich eine Sache auf Haram-Art erwerben, wo doch Allah mein Rizq, und Rizq ist auch eine, ist nicht nur Geld, Rizq ist auch eine tugendhafte Frau. Dann warte ab, bis Allah Azza wa Jalla dich versorgt. Und Allah ist in der Lage, Wallahi al-Azim, und wir haben viele Brüder begleitet auf dem Weg zur Ehe, manche haben sofort geheiratet. Einer hat gesagt, schau mal, eines Tages saß ich zu Hause und ich hatte die Idee, eigentlich könntest du heiraten. So war seine Idee. 5 Minuten später kriegt er einen Anruf, ein Bruder ruft ihn an, er sagt, ich kenne eine gute Schwester und ich wollte sie dir gerne vorschlagen. Und die haben sogar denselben Namen, nur eine Tamar Buta ist der Unterschied zwischen den beiden und er hat sie geheiratet. Schau mal, er hat nur gesessen nach 5 Minuten. Na, ein anderer, er sucht vielleicht seit 5 Jahren oder seit 7 Jahren oder seit 10 Jahren. Sollen wir zufrieden sein mit der Entscheidung? Natürlich. Allah Azza wa Jal sagt, عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Vielleicht mögt ihr eine Sache nicht, aber sie ist gut für euch. Jetzt bestätigt Allah dir, dass du ein Jahil bist. وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Es kann sein, wenn du zu dem gegebenen Zeitpunkt geheiratet hättest, dann wärst du in die Irre gegangen. Sowieso viele, wenn sie heiraten, du siehst wenigstens nichts mehr vom Mann und nichts mehr von der Frau. Herr Benjamin, auf jeden Fall. Du siehst nichts mehr von ihnen, sie sind beschäftigt. Die Dunja hat sie erfasst. Von manchen Leuten habe ich gehört, sie haben sich irgendwann einen großen Plasmafernseher gekauft. Ja, wo ein Plasmafernseher ist, sind auch Zuschauer, oder? Das ist die Sache. Und andere hast du gar nicht mehr gesehen. Nicht mal mehr auf Arbeit. Das heißt, ich kann mir nur vorstellen, dass sie einander gegenüber sitzen und 24 Stunden sich anschauen. Ach, bist du das? Ja, ja, ich bin das. So, ja, ich meine, und danach? Danach, liebe Geschwister, was danach? Schaut, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Inna Allah Ta'ala.
لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. Allah schützt seinen gläubigen Diener vor der Dunya, während er ihn dabei liebt. Subhanallah. Nochmal. Allah schützt seinen gläubigen, wen? Den gläubigen Diener vor der Dunya, während er ihn aber dabei liebt. So wie ihr euren Kranken nicht alles zu essen und zu trinken geben würdet, aus Angst, dass ihnen was passiert. Subhanallah. Wenn deine Mutter zuckerkrank ist, gibst du ihr etwas, was ihre Zuckerkrankheit verschlimmert? Antwort? Nein. Natürlich nicht. Und Allah gehört das höchste Beispiel. Allah will dir nichts antun, Schlechtes antun. Etwas, womit du nicht umgehen kannst. Etwas, was dir schadet, nur um dich zu beschützen, weil er dich liebt. Mal vor. Das sind die Worte von wem? Von Abu al-Bara, von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Daher verzweifelt nicht. Es kann sein, dass ihr jetzt nicht sofort heiratet. Aber Allah azza wa jal hat dich vorbereitet auf die Ehe. Dass du in dieser Zeit Wissen lernst, dass du in dieser Zeit Anstand lernst, Benehmen lernst, Charakter lernst, dein Dien lernst, Verantwortung lernst. Und wisst ihr, was ich lustig finde? Ich habe zu einer Person gesagt, eine Frage, wenn deine Schwester auf diesem Weg einen kennenlernt, erlaubst du das? Er sagt, nein, schaut mal, er selber macht das. Komisch, ne? Das heißt, mit anderen Worten, er erlaubt für sich etwas, was er seiner Schwester nicht erlauben würde. Ist das Wahrhaftigkeit? Das ist keine Wahrhaftigkeit. Wallahi al-Azim, wenn Allah will, dass du heiratest, heiratest du genau zu dem Zeitpunkt, wo Allah das für dich bestimmt hat. Mach dir keine Sorgen. Und selbst wenn die gesamten Menschen und Dschinn sich zusammentun in einer Sache, um dir etwas vorzuenthalten, sie werden das nicht tun können, außer mit der Erlaubnis Allah. Wo ist unser Tawakkul? Wo ist dieser Tawakkul? Dieses Vertrauen auf Allah? Nein. Manch einer hat nicht geheiratet, dann sagt er, ich muss die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen. Und das ist sehr gefährlich, ja? Was meint er damit, ich muss das selbst in die Hand nehmen? Hm? Was meint er damit? Allah konnte ihn nicht helfen. Und dieser Ärmste weiß nicht, dass er nicht einmal seine Augen, dass er nicht einmal mit seinen Augen zwinkern kann, außer mit der Erlaubnis Allahs. Aber er will losgehen und das auf seine Art machen. Er weiß nicht, dass jeder Schritt von Allah erlaubt werden muss, damit er überhaupt laufen kann, liebe Geschwister. Frauen heiraten am Morgen und abends ist die Scheidung. Wir hörten von Ehen. Ja, wir kommen später dazu, welche Bedingungen eine Ehe hat. Die haben geheiratet auf dem Parkplatz. Wallahi al-Azim, wie ich euch das sage. Auf einem Parkplatz, natürlich, Zeugen waren schon im Auto, seine Homies waren im Auto, Ehe alles geregelt, so wie sie es verstehen. Ja, dann wurde geheiratet, Frau ohne Wali. Und ja, die Ehe wurde vollzogen auf irgendeiner Raststätte. Was denkt ihr, wie lange hat diese Ehe gehalten? Genauso wie die Fahrt. Bis zur nächsten Raststätte. Wie kann so etwas passieren? Wer sagt mir, wie kann so etwas passieren? Wie kann so eine Ehe zustande kommen? Redet ihr nicht mit mir? Wie kann so eine Ehe zustande kommen? Durch Facebook und was weiß ich. Facebook ist das Mittel. Nein. Durch Jahl und Selbstbetrug vielleicht. Dass die Leute überhaupt nichts vom Islam kennengelernt haben. Weder hat er Tawakkul. Hat er Tawakkul, ja oder nein? Weil er hat was zum Schluss gemacht, um zu heiraten? Hä? Halal oder Haram? Haram. Er hat kein Tawakkul. Weder hat er Tawakkul, noch hat er Charakter, noch hat er Ehre. Möge Allah uns bewahren, dass wir so billig sind und auf diese Art und Weise
einfach mal heiraten. Und keiner würde das für seine Schwester dulden. Keiner würde das für seine Ehefrau dulden. Subhanallah al-Azim. Ich höre von Leuten, die warten vor der Tür von einer Frau, um sie zu sehen. Die wartet vor ihrer Haustür. Weiß er nicht, dass diese Frau auch Brüder hat? Oder einen Vater hat? Macht er sich Probleme oder nicht? Hä? Natürlich. Ich meine, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine Schwester und dann erfährt ihr von einem Mann, der die ganze Zeit immer wartet, draußen so hinterm Gebüsch. So, ich verstecke mich mal. Ja, sehr männlich. Auf jeden Fall. Männlich ist eigentlich, man kommt durch die Tür und nicht... Ne? Nee, nicht durch den Baum. Jetzt erfährt ihr, da ist einer, der beglotzt eure Schwester die ganze Zeit und wartet auf sie. Euer Freund? Ist das euer Freund? Wird der euer Freund? Das ist niveaulos. Ehrenlos. Aber leider, liebe Geschwister, was soll ich dazu sagen? Um alle Themen zusammenzufassen, und ich könnte euch tausende von Geschichten erzählen, die Frage ist doch, die wir heutzutage an die Leute haben, warum heiratest du? Bist du verheiratet? Was war deine Absicht, als du geheiratet hast? Ganz im Ernst, so. Der Sunna vom Propheten. Der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu folgen. Wer ist noch verheiratet? Ach, Afan, Benjamin. Weswegen hast du geheiratet? Um der Sunna des Propheten zu vervollständigen. Später erzähle ich dir die anderen Sunnan, die der Prophet sallallahu mit der Ehe nicht aufgegeben hat. Na. Wer ist noch verheiratet? Shamsuddin, immer noch. Ach, das wird der Allah, das mit dir was wird. Dein 90, 120 Maßen und so. Wer ist noch verheiratet von euch? Kein. Was sucht ihr dann eigentlich in dem Kurs? Schaut mal. Die meisten Leute, sie heiraten und wenn du sie fragst, warum heiratest du, er sagt dir, ich möchte heiraten. So. Ist die Sache mit dieser Absicht anzunehmen? Nein. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ. Wenn ein Diener heiratet, dann hat er die Hälfte seiner Religion erfüllt. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ. So soll er Allah in dem übrigen Teil, das heißt in der anderen Hälfte fürchten. Was heißt dieser Hadith? Wenn jemand heiratet, inshallah, schafft er es, was zu schützen ab dem Zeitpunkt, wo er heiratet? Was schafft er zu schützen? Sein Geschlechtsteil zu bewahren. Das heißt vor was? Vor Sinner. Der Prophet sagte, deswegen achtet auf die andere Hälfte. Was ist die andere Hälfte? Na? Die Zunge. Die Zunge. Weil das Geschlechtsteil kannst du inshallah bewahren, wenn du verheiratet bist. Oder besser bewahren. Aber die Zunge ist hier immer noch ein Gefahrenfaktor für dich. Daher fürchtet Allah im anderen Teil der Hälfte. Das heißt, wenn wir heiraten, ist unsere Absicht, wir wollen wem folgen? Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wir möchten, liebe Geschwister, dieses als Ibadah verrichten. Als was? Als Ibadah. Willst du belohnt werden für die Ehe oder nicht? Was ist mit einer Absicht? Ich sage, ich möchte heiraten. So, einfach so. Kriege ich Lohn dafür? Ich heirate aber jetzt mit der Absicht, ich werde die Hälfte meiner Religion erfüllen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich heirate die Frauen. Mit dieser Absicht wirst du belohnt. Und ich empfehle dir, mach die Absicht. Denn die Heirat ist schwer. Deswegen, wenigstens kriegst du den Anfangslohn für deine Absicht. Weil der andere Teil, wie gesagt, sehr schwer ist. Das bedeutet, liebe Geschwister, wir sollen am Anfang die richtige Absicht machen. Nummer eins. Nummer zwei, wir haben darüber gesprochen, dass manche Leute Harammittel benutzen, um Frauen kennenzulernen. Wie ist das? Gibt es Halalmittel?
Frage an euch, gibt es Halal-Mittel, ja oder nein? Ja. Na? Sag mal ja. Denkst mal ja. Ja, natürlich gibt es Halal-Mittel. Nein, du bist auch noch nicht verheiratet. Nein. Haben die Dinge. Hat das einen bestimmten Grund, oder? Ich hab keine Lust. Nein, ich. Nein. Deswegen, liebe Geschwister, erste Absicht ist, dass du nach der Sunna handelst. Du wirst belohnt, inshallah. Zweitens, dass du auf ein Halal-Mittel schaffst. Tayyip, wer nennt mir ein Halal-Mittel? Wie können wir auf Halal-Weise eine Frau kennenlernen? Wie einer kommt mir mit Facebook jetzt. Na, tfadl. Über Brüder. Über Brüder, sehr gut. Und zwar, liebe Geschwister, dass man Brüder fragt, gibt es Freundinnen von deiner Frau oder von deiner Schwester oder gibt es vielleicht sogar Maharim, die der Bruder selber kennt und er kann sie einem empfehlen. Gibt es so etwas? Wenn ja, dann Alhamdulillah, ist das ein Halal-Weg. Denn die Sunna ist bestätigt, dass man Mann und Frau verkuppeln kann. Na. Oder über die Familie selbst, also die Eltern, weil die eigentlich einen besseren Überblick haben über die Familien untereinander. Genau. Zum Beispiel, man kann zur Familie gehen, man kann mit der Mutter sprechen, man kann mit dem Vater sprechen. Und wenn man jetzt Familien hat, ich denke jeder, also eine türkische Familie ist groß, eine arabische Familie ist groß, eine kurdische Familie ist groß. Und manchmal muss sie sehr groß sein, um eine Vernünftige zu finden. Oder um einen Vernünftigen zu finden, ja. Aber es gibt dort Leute und man kann nachfragen. Schaut mal, wie in der Sunna diese Verkuppelungsart war. Hafsa, radiallahu anha, wer war sie? Die Tochter von? Von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anha wa ardaha. Ihr Mann ist gestorben, liebe Geschwister, Hunays ibn Huthafa. Also hat sie die Iddah-Zeit abgewartet und dann später ging Umar ibn al-Khattab, radiallahu anha, zu Ibn Affan und hat ihm Hafsa, seine Tochter, als Frau angeboten. Zu wen zu? Zu Uthman. Nicht zu einem Drogenbekifften. Wer war Uthman? Uthman, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte über ihn, wenn ich noch eine dritte Tochter hätte, hätte ich sie ihm zur Frau gegeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm zwei Töchter gegeben. Nicht auf einmal natürlich. Ja. Erstmal hat Uthman radiallahu anhu eine Tochter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam geheiratet, die ist gestorben, dann hat er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihnen eine weitere gegeben. Weil Uthman gut oder schlecht ist? Und er sagte sogar, hätte ich noch eine dritte Tochter, hätte ich sie ihm zur Frau gegeben. Er sagt über Uthman radiallahu an, wie soll ich mich nicht vor einem Mann schämen, vor dem sich die Engel schämen? Die Engel, die reinsten Wesen, schämen sich vor Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Also, Omar ist nicht zu irgendeiner Person gegangen. Und diese Leute, sie wollten lieber einen Mann, den sie kannten, seine Stellung kannten, die Gottesfurcht von dieser Person kannten, sie wussten, der Prophet Muhammad hat ihn bestätigt, und wenn sie seine zweite oder dritte oder vierte Frau ist. Dann eine Frage, und wir kommen später dann zu dem Thema mehr. Eine Frage, was ist besser für eine Frau? Dass sie verheiratet ist mit einem kaputten Mann, der die ganze Zeit in der Shisha-Bar rumhängt, sich nicht um die Familie kümmert, nicht mal weiß, wie viele Kinder er hat. Oder sie ist verheiratet mit einem Gottesfürchtigen, von dem sie die Zweit- oder Drittfrau ist. Was ist besser? Ich frage euch. Ja, wenn ich seine Zweitfrau bin, wie oft sehe ich ihn? Ja, öfter als den, der in der Shisha-Bar rumhängt. Öfter, kannst du sicher sein. Aber Fenerbahçe spielt auch fast jeden Tag, oder? Galatasaray ist fast jeden Tag ein Spiel. Das heißt, der ist dann auch im Café dementsprechend. Ja. Die Sache ist, der Sahabi, Umar ibn al-Khattab, ist zu wem gegangen? Zu Uthman ibn Affan. Und er hat ihm seine Tochter als Ehefrau angeboten. Dann sagte Uthman radiallahu anhu, ich werde über diese Sache nachdenken. Also hat Umar ein paar Tage abgewartet
Und dann ging er wieder zu Uthman und fragte ihn, was ist jetzt mit der Sache mit meiner Tochter Hafsa? Er sagte, Uthman ibn Affan, ich entschied mich, dass ich zurzeit nicht heirate. Später traf Umar ibn al-Khattab auf Abu Bakr und sagte zu ihm, wenn du willst, gebe ich dir Hafsa, die Tochter von Umar, als Ehefrau. Abu Bakr hat geschwiegen und hat kein einziges Wort dazu gesagt. Und Umar sagte, ich war sehr verärgert bei Abu Bakr, mehr als ich über Uthman verärgert war. Da vergingen einige Nächte, dann bat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam um die Hand von Hafsa. Später traf ich Abu Bakr, sagt Umar, dann sagte Abu Bakr zu Umar radiallahu an, es mag sein, dass du verärgert bist, als ich dir keine Antwort gegeben habe bezüglich Hafsa. Ich habe deswegen nichts gesagt, weil der einzige Grund war, dass ich wusste, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam seine Absicht über die Heirat mit ihr erwähnte. Und für mich geziemt es sich nicht, dass ich das Geheimnis des Gesandten sallallahu alaihi wasallam entlüfte. Hätte er davon abgesehen, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie nicht geheiratet, hätte ich sie mit Sicherheit geheiratet, sagt Abu Bakr as-Siddiq. Subhanallah. Hä? Das bedeutet, diese Art von Verkupplung, Sunna oder nicht, ist Sunna. Ist es überhaupt kein Problem, liebe Geschwister? Aber ein Problem ist Facebook. Und ein Problem sind die Mittel, die haram sind, um eine Frau kennenzulernen. Und daher versuchen wir, die Sache mit Segen zu vollziehen. Was meinen wir mit Segen? Wallahi al-Azim, kennt ihr Ehen, wo der Mann und die Frau sich hassen von morgens bis abends? Wo es keine Baraka gibt? Ich selber habe Ehen veranstaltet für Brüder. Wallahi al-Azim, sie haben keine einzige Sekunde haram gemacht. Und Allah azza wa jalla hat ihnen die Gunst gegeben, dass sie verheiratet sind. Sie sind sehr, sehr glücklich und ihre Ehen sind gesegnet, wie man sieht. Die Frage ist ja, Achi, machst du Haram, erwartest du dann Segen von Allah? Und was ist das Geheimrezept in der Ehe? Wer sagt mir das? Was ist das Geheimrezept in der Ehe, dass eine Ehe schön ist und harmonisch verläuft und gut läuft? Das ist der Segen. Allah azza wa jalla. Kennt ihr Frauen? Ihre Männer können ihnen alles kaufen, was sie wollen. Trotzdem mögen sie nicht. Und dann gibt es Frauen, ihre Männer können ihnen kaum was kaufen, weil sie arm sind. Aber Allah hat diese Ehe gesegnet. Daher ist diese Portion Segen sehr, sehr wesentlich, damit wir eine vernünftige Ehe führen können, liebe Geschwister. Das heißt, es gibt im Islam auch eine Khitba. Khitba ist die Verlobung. Aber die Verlobung ist nicht, wie das traditionell heute bei uns geführt wird. Bei uns unter den Arabern, wenn eine Verlobung veranstaltet wurde. Das heißt, ab hier darf der Mann und die Frau sozusagen alleine rausgehen und nur Allah weiß, was diese beiden Leute miteinander machen. Im Islam, die Khitba, die Verlobung, ist der Heiratsantrag. Allah azza wa jalla sagt, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. Und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen Andeutung, das heißt einen Antrag macht, auf einen Heiratsantrag. Kein Problem. Das ist die Khitba. Das ist die Verlobung. Nicht mehr. Was ist die Verlobung bei uns? Die machen eine Riesenfeier. Die weiß ich nicht, wie viel 1000 Euro kostet. Und dann später, wenn der Verlobte und die Verlobte, sind sie füreinander erlaubt? Antwort. Um es klarzustellen, er darf ihr nicht einmal die Hand geben. Nicht einmal die Hand geben. Warum? Weil sie sind noch nicht verheiratet. Die Khitba, Verlobung, was haben wir gesagt? Das ist ein, was ist das nach unserer Scharia? Ist das ein Heiratsantrag, mehr nicht. Ahmed geht zu Fulan, zum Vater von so und so, macht einen Heiratsantrag für die Tochter. Khitba, mehr nicht. Sagt der Vater dann, ahlan wa sahlan, geht gleich los. Nein. Das war nur der Heiratsantrag, liebe Geschwister. Und es wurde berichtet, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sich mit Aisha radiallahu anha wa ardaha verlobte. Und die Überlieferung ist in Sahih al-Bukhari.
Teil. Welche Voraussetzungen sollten Frauen erfüllen, damit man sie heiratet? Wollen wir das Thema weitermachen oder wollen wir nächstes Mal weitermachen? Ich mache es abhängig von euch. Weiter. Teil. Welche Voraussetzungen sollten Frauen erfüllen, damit man sie heiratet? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Tunkahul mar'a li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fadfar bi dhati din. Eine Frau, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wird aus vier Gründen, aus vier Dingen geheiratet. Wegen ihrem Besitz, wegen ihrer Abstammung, wegen ihrer Schönheit und wegen ihrer Religion. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns hier in dieser Überlieferung gesagt, eine Frau wird aus diesen vier Gründen geheiratet. Er sagte nicht, das sollen deine Gründe in erster Linie sein, sondern es ist eine Information, ein Khabar. Eine Frau wird aus vier Gründen geheiratet. Aus dem, 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 dem. Was denkt ihr, was hat der Prophet sallallahu uns angeraten? Die Schönheit oder die Abstammung oder das Vermögen oder die Religion. Er sagte, wählt diejenige mit der Religion aus. Heißt das, ich soll jetzt eine heiraten, die gefällt mir überhaupt nicht. Und ich bin mir sicher, ich würde niemals das Licht anmachen in ihrer Gegenwart. Oder soll ich eine hübsche Frau heiraten? Wir wollen der Nasiha von wem folgen? Vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In erster Linie schaust du auf ihre Religion. In erster Linie schaust du auf ihre Religion. Heißt das jetzt, das Aussehen spielt keine Rolle? Nein. Hört, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Su'ila ayyu nisa'i khayr. Er wurde gefragt, wer die besten Frauen sind, zum Heiraten natürlich. Qala allati tasurruhu idha nazara ilayha. Er sagte, diejenige, die einem glücklich macht, wenn man sie anschaut. Nicht die einen zornig macht, die ist ja immer noch nicht hübscher geworden. Die einem glücklich macht, wenn man sie ausschaut. Das heißt, dein Herz empfindet Freude. Und hier ist die Schönheit im Gesamten zu sehen. Das heißt, es gibt wunderschöne Frauen. Wenn du sie anschaust, empfindest du Freude dabei oder Ekel? Hä? Ekel, ne? Die ist wunderschön und dann, ey, Alter, was passiert hier bei dir sofort? Alles? Richtig? Das heißt, sie soll im Gesamten etwas besitzen, was dein Herz erfreut, sie anzuschauen. Dazu zählt auch natürlich das Aussehen. Und er sagte, und ich bitte die Schwestern, dass sie gut zuhören, weil das ist die perfekte Frau, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat. Was war der erste Punkt? Man ist glücklich, wenn man sie anschaut. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا. Wallahi, wie viele Frauen ein Problem mit diesem Thema haben. Und wenn der Mann ihr etwas befiehlt, im Halal, nicht im Haram, im Erlaubten, nicht im Verbotenen, dann tut sie es. Führt sie es aus. Und er sagte, وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا. Und sie macht nichts, was er nicht möchte bezüglich ihrer Person und seinem Vermögen. Was denkt ihr, gibt es so eine Frau? Es gibt sie. Im Hadith ist sie erwähnt. Theoretisch. Das heißt, nein, es gibt diese Frauen, Alhamdulillah, es gibt, wallahi, Frauen, wir wünschten uns, sie wären eigentlich Männer, weil wir solche Frauen für die Umma bräuchten, aber Allah muss sagen. Diese Frau, man freut sich, wenn man sie anschaut. Und wenn man ihr etwas befiehlt, dann führt sie es aus. Und diese Frau tut nichts mit ihrer eigenen Person, was der Mann nicht mag. Zum Beispiel, was könnte das sein? Was macht diese Frau nichts an sich, was der Mann nicht mag? Na. Piercing zum Beispiel. Bitte? Piercing.
Piercing? Beispiel. Vielleicht mag der Mann Piercing. Nee, es geht darum, diese Frau macht nichts an sich, was der Mann nicht mag. Mal vor. Mit ihrer Person macht sie nichts, was der Mann nicht mag. Mal vor? Na. Ich kann zum Beispiel das Haus verlassen. Richtig, sehr gut. Dass sie zum Beispiel, dass sie das Haus verlässt. Ohne die Erlaubnis von ihrem Mann. Ja, wie ein Bruder, er ruft mich an, er sagt zu mir, ja, ich weiß nicht, was ich mit meiner Frau machen soll. Ich sage, warum? Er sagt, ja, ich weiß nie, wo sie ist. Jetzt habe ich neulich erst gehört, sie hat sich im Fitnesscenter angemeldet. Ja, mal schauen. Mal. Das ist das, was wir meinen. Versteht ihr? Wenn man nur auf Aussehen guckt und alles andere außer Acht lässt. Eine Frau, wenn sie hübsch ist, weiß sie das oder nicht? Und wenn eine Frau sehr hübsch ist, ist das nicht für dich Leichtigkeit in der Ehe, sondern Schwierigkeit. Denn eine Frau, die hübsch ist, die sagt, der hässliche Vogel, der kann froh sein, dass er mit mir überhaupt zusammen ist. So. Also tobt sie sich aus. Tobt sie sich was? Aus. Die sagt, ich kann tun, was ich will. Und es ist tatsächlich so. Wisst ihr, dass es Männer gibt, die Frauen machen 2-3 Mal Sinn? Der wusste das und hat das auch mitbekommen, aber trotzdem ist er mit ihr zusammen. Das ist ein Dayuth, wie die Gelehrten ihn nennen. Ein Dayuth heißt keine Eifersucht für seine Familie. Möge Allah uns bewahren. Oder ein Mann, er hat viel Geld. Er sagt, ich kann tun, was ich will. Die kann froh sein, dass ich diese Frau überhaupt behalte. Das heißt, solche Dinge bringen Probleme in die Ehe oder Leichtigkeit? Hä? Probleme. Probleme? Probleme, Achi. Wie viele Brüder haben mit mir geredet? Die haben, ihre Absicht war, dass sie eine hübsche Frau heiraten. Und jetzt baden sie es aus. Tja, die will sich wieder so anziehen wie früher. Und die ist natürlich, wenn eine Frau hübsch ist, dann wird sie das draußen spüren. Richtig? Sowieso, es gibt Männer, die pfeifen mir alles hinterher. Ist ja egal, alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Deswegen sagen wir zu den Leuten, wenn du eine Frau heiratest, wegen der Schönheit, so wirst du umso mehr Probleme in der Ehe haben. Nochmal, die Frau soll dir gefallen, aber Achi, ich meine, seien wir mal ehrlich, wie oft erleben wir das, dass eine wunderschöne Frau richtig religiös ist? Oft oder selten? Selten. Selten. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, dass bestimmte Frauen bekleidet sind, so richtig Hijab tragen oder Niqab tragen, bei ihrer Schönheit niemals. Das werden sie niemals machen. Die sagt dir, warum soll ich mein Gesicht verdecken, wenn ich so hübsch bin? Das ist ihre Antwort. Deswegen, liebe Geschwister, ist die Sache so, dass wir eine Frau, die ihrem Mann gehorcht, und es ist Pflicht für die Frau, ihrem Mann zu gehorchen. Wir kommen später dazu, liebe Geschwister. Diese Frau erfreut den Mann. Und diese Frau macht den Mann zu ihrem Sklaven. Wie meinen wir diese Wörter? Eine Frau, mit der der Mann total zufrieden ist, kann ihrem Mann zu was machen? Zu einem Sklaven. Wie? Was hat der Mann zu bemängeln? Nichts. Gar nichts. Also wird er für diese Frau alles tun. So. Jetzt, du weißt, ich komme nach Hause. Die Frau hat nie was gemacht, was ich nicht mag. Diese Frau, sie kümmert sich um meine Kinder. Diese Frau ist religiös. Diese Frau achtet darauf, wie sie mit mir umgeht. Kannst du so eine Frau nur lieben? Antwort: Natürlich. Das heißt, du wirst alles für diese Frau machen, auch wenn sie nichts von dir verlangt. Du wirst es ihr von dir ausgeben. Aber eine Frau, die rein, was hast du mir heute gekauft? Weil sie weder ihrem Mann gehorchen, noch das tun, was der Mann sagt, noch dem Mann Leichtigkeit bringen, sondern sie haben entschlossen, ein Feind im Hause ihres Mannes zu sein. Ein Kontrahent, ein Gegner. Und das hat viel Übel geschaffen in den Häusern der Muslime, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte auch, إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. Wenn einer von euch einer Frau ein Heiratsangebot machen will,
wenn er auf das blicken kann, was ihn motiviert, fortzufahren und sie zu heiraten, dann soll er es tun. Berichtet bei Abu Dawud. Bedeutet, was ist hier entscheidend? Er macht deswegen weiter, weil diese Frau ihm gefällt. Was darf der Mann von der Frau alles sehen? Der Mann bewirbt sich bei der Ehefrau. Er kommt zum Beispiel nach Hause und er möchte natürlich auch die Frau sehen. Wie ist das hier? Was darf er überhaupt von der Frau sehen? Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten, liebe Geschwister. Manche Gelehrte sagen, er darf nur ihr Gesicht und ihre Hände sehen, mehr nicht. Andere Gelehrte sagen, er darf ihre Wudu-Stellen sehen. Das bedeutet die Haare, bedeutet den Kopf, den Hals, Nacken, die Ellbogen, die Hände und die Füße. Das darf er sehen, mehr nicht. Und manche Gelehrte haben einen Ausstecher gemacht. Sie haben gesagt, er darf sie nackt sehen. Sie haben sich auf bestimmte Aussagen gestützt dabei, was sie gesagt haben. Auf jeden Fall, wir wollen die letzte Aussage ausblenden. Inshallah. Nur damit ihr wisst, es gibt sie. Die Frage ist jetzt, und das waren große Gelehrte, keine Gelehrte, die jetzt, sage ich mal, nicht bekannt waren in der Umma. Das waren Gelehrte von der Umma, die von denen Wissen genommen wird. Vor allen Dingen im Bereich Aqida und anderen Themen. Auf jeden Fall, was ist wichtig für uns, liebe Geschwister? Wichtig für uns ist, der Mann muss eine Möglichkeit haben, von dieser Frau etwas zu sehen, was ihm dazu motiviert, weiterzumachen. Und ich will euch das Beispiel nennen. Eine Person, er hatte einmal, und das ist wirklich passiert, er hatte einmal eine Frau geheiratet, die einen Niqab hatte. Und wenn die Frau einen Niqab hat, was siehst du lediglich von ihr? Nur die Augen. Es kann sein, dass eine Frau schöne Augen hat, richtig? Und er sagte, als er diesen Niqab einmal ausgepackt hat, und er hat sie bis dato nur im Niqab gesehen, und so war auch die Heirat gewesen. Dann hat er gesehen, er meinte wörtlich, ich wiederhole jetzt seine Wörter, sie hatte eine Kartoffelnase, sagte er. So, was will er damit sagen? Er hat es bereut. Weil er nicht so viel gesehen hat, wie es ihm zusteht, und deswegen hat er auf gutgläubig, auf Vertrauen sie geheiratet. Ein anderer Mann, und das, was ich euch sage, ist wirklich passiert. Er hat eine Frau geheiratet und diese Frau hat immer ihr Kopftuch angehabt. Auch bei der Ehe und so weiter und so fort. Und er hat sich gewundert. Er sagte, vielleicht schämt sie sich oder sonstiges. Diese Frau hatte eine Glatze. Die hatte eine Glatze. Und deswegen hat sie immer ihr Kopftuch angehabt. Die Sache ist die, wenn eine Frau etwas verschweigt, was grundlegend ist, dann ist die Ehe ungültig. Wie in diesem Falle zum Beispiel. Die hat ihn nicht gesagt. Ich meine, hat sie nicht gemerkt, dass irgendwann es auffällt, dass sie eine Glatze hat? Deswegen manche Leute, sie verstecken und verheimlichen. Warum? Weil sie sagen, ja, sonst kriege ich nie einen Mann. Und wenn ich mit ihm schon verheiratet bin, dann wird er das dulden. Wer sagt dir das? Was haben wir gesagt? Wird eine Person heiraten, wenn Allah das geschrieben hat? Oh Allah, wenn sie ein Auge hat, wird sie heiraten. Wenn sie einen Arm hat, wird sie heiraten. Ein Bruder hat mir letztens erzählt, möge Allah ihn segnen. Er sagte mir, eines Tages habe ich überlegt, ich wollte heiraten. Dann habe ich gesagt, und das war seine erste Frau. Er sagte, ich werde heiraten, damit ich Lohn bekomme. Und dann hat er eine Einarmige geheiratet. Eine Einarmige. Schaut mal, er hat alles. Der Bruder, mashallah, ist hübsch, er hat eine Wohnung, er verdient Geld, alles drum und dran. Aber er sagt, ich wollte den Lohn bekommen. Und dieser Einarmige hat ihm dann mit dem einen Arm eine Ohrfeige gegeben. Ein was? Eine Ohrfeige gegeben. Ach so, Ohrfeige. Und später hat sie es bereut. Überlegt mal, subhanallah al-Azim, die kriegt so einen Mann. Und ich kenne den Bruder persönlich. Er ist ein sehr guter Bruder. Diese Frau war so unverschämt. Und hat nicht die Gunst Allahs zu schätzen gewusst, sondern sie war sehr unverschämt, bis der Bruder sie mit einem Lächeln verlassen hat. Und Allah hat ihnen jetzt was Besseres gegeben, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber so ist das. So ist das. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir heiraten, dann sollten wir auch etwas von der Frau sehen. Tayyib. Imam Ahmad Rahmatullah alayhi sagt, ein Mann darf das Äußere, Sichtbare von einer Frau sehen. Das bedeutet, was bei ihr sichtbar ist.
Und das sind die Wudu-Stellen. Das darf der Mann sehen. Gut, jetzt geht er zum ersten Treffen. Kann er gleich sagen, deine Wudu-Stellen, bitte zeig sie mir? Antwort nein. Sondern es kann sein, dass die Chemie zwischen den beiden gar nicht stimmt. Warum soll er dann von ihr etwas sehen, was sie ihm nicht zeigen muss? Na, zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn man merkt, dass die Sache ernst geworden ist, alhamdulillah, es gibt eine Möglichkeit, dass geheiratet wird, dann inshallah sollte die Frau auch ihm diese Möglichkeit geben. Weil es gibt auch Frauen, die haben jetzt Gewänder an, du siehst darin gar nicht ihren Umfang. Umfang meine ich, ob sie jetzt sehr dick sind oder sehr dünn sind. Weil es gibt Männer, der mag dicke Frauen. Und es gibt Männer, der mag keine dicken Frauen. So, was ist jetzt hier die Lösung? Es gibt Gewänder, da siehst du gar nichts von einer Frau. Und so ist die richtige Bedeckung. Aber der Mann, der sie heiraten möchte, und wenn es dann dazu kommt und es ernst wird, dann soll diese Frau, außer sie hat wirklich so viel Charme und es ist wirklich Charme, ja? Nicht, ich sag Ihnen jetzt noch nicht, dass ich 80 Kilo wiege, nicht das. Sie hat wirklich Charme, richtig Charme, dann sollte man sie auch nicht in Bedrängnis bringen. Aber es gibt Anzeichen, die einem sehen lassen können, ob die Frau dick ist oder nicht. Zum Beispiel ihre, was? Hä? Was heißt das? Handgelenk. Aber wenn du merkst, so ein Handgelenk, dann weißt du auch. ist klar. Oder man kann seine Mutter oder seine Schwester schicken zu dieser Frau und die können die Frau dann sehen und beschreiben. Der Prophet Muhammad sallallahu, er schickte seine Frau, wenn er eine heiraten wollte, die sollten der anderen Frau was machen? An ihrem Mund riechen. Die sollten an ihrem Mund riechen. Weil der Prophet sallallahu mochte das nicht, dass eine Frau schlechten Atem hat. Okay? Deswegen, wenn du deine Mutter schickst oder deine Schwester, die diese Frau beschreiben können, und das ist für dich, weil du sie heiraten wirst in diesem Falle. Jetzt nicht Beschreibung für Männer, die nicht sie heiraten wollen oder sonst. Wir reden natürlich über Personen, die sie beschreiben wollen. Hier ist die Sache anders, liebe Geschwister. Aber wie gesagt, die Schönheit alleine sollte nicht der Grund sein. Das Problem ist, was wir in der heutigen Zeit haben. Manche sagen, ja, alhamdulillah, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, mir alle Frauen draußen anzuschauen, wen ich heirate und wen nicht. Nein. Wer hat das gesagt? Leider gibt es diese Fatawa. Der Allah Azza wa Jal sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Spricht zu den gläubigen Männern, o Gesandter Allahs, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham bewahren. Weil wenn du deine Blicke senkst, bewahrst du deine Scham. Taib, wo ist hier der Beweis für dich, dass du die Frauen anschauen darfst, wenn du sie heiraten möchtest? Hat Allah genau was Gegensätzliches gesagt? Antwort ja. Und Sheikh bin Uthaymeen, rahimullah ta'ala, sagte, man darf eine Frau anschauen, wenn 6 Bedingungen erfüllt sind. Wenn was? 6 Bedingungen. Ich denke, wir brauchen nur ein paar nennen, dann hat sich das Thema sowieso erledigt. Du darfst eine Frau anschauen, um sie zu heiraten. Erstmal, wenn du sie überhaupt heiraten möchtest. Die Frauen, die Männer anschauen, wollen sie heiraten, ja oder nein? Auf der Straße. Eigentlich? Nein. Nicht wirklich. Weder die Frauen wollen sie heiraten, noch die Männer wollen sie heiraten. Zweitens, sagte Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimullah ta'ala, es gibt eine Chance, dass geheiratet werden kann. Gibt es die Chance? Sollen wir dann weiterreden? Das heißt, wenn diese 6 Bedingungen erfüllt sind, dann darf man eine Frau sich anschauen, um natürlich ein Bild von ihr zu haben und zu entscheiden, ob man weitermacht oder nicht. Eine Frau sollte Religiosität besitzen, wie wir gesagt haben. Auch nach der Schönheit kann man gehen, liebe Geschwister. Es ist beliebt, dass man auch eine Frau sich auswählt, die einem gefällt. Und eine Frau sollte eine Jungfrau sein. Sollte, wir sagen nicht muss, sollte, das ist beliebt, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er erfahren hat, dass Jabir radiallahu anhu arda, und Jabir war der Sohn von dem großartigen Gefährten Abdullah ibn Haram, als er erfahren hat, dass Jabir radiallahu anhu eine viel ältere Frau geheiratet hat, dann sagte er zu ihm, du hättest eine Jungfrau heiraten sollen, du hättest mit ihr gespielt und sie hätte mit dir gespielt. Von daher wissen wir, es ist beliebt, eine Jungfrau zu heiraten. Und diese Frau sollte gebärfreudig sein. Das heißt, sie sollte es lieben, Kinder zu bekommen.
Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte: Inni asabtu imra'atan dhat hasabin wa jamalin wa innaha la talid. Er sagte: Ich habe eine Frau begegnet, o Gesandter Allahs, ich habe eine Frau gefunden, die von guten Eltern ist und sie ist hübsch, jedoch mag sie keine Kinder. Sollte ich sie dennoch heiraten? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, nachdem der Mann ihm diese Frage zum zweiten Mal gestellt hat, er sagte zu ihm: Heirate eine, die liebevoll ist und fruchtbar ist, denn ich werde am Tage der Auferstehung stolz sein auf eure große Anzahl. Das heißt auf die Anzahl der Ummah. Ha? Heiratet eine, die liebevoll ist und fruchtbar ist. Weil es gibt Frauen, die sagt dir von vornherein: Schau mal, nerv mich nicht mit Kindern, ich möchte keine Kinder. Dann sagst du: Ja, assalamu alaikum. Weil die Sache, schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich werde am Tage der Auferstehung stolz sein auf meine Ummah, weil sie so viele in der Anzahl sind. Und die Gelehrten sagen, es ist verboten für einen Mann und für eine Frau, dass sie entscheiden, bei der Heirat keine Kinder haben zu wollen. Verboten. Was heißt verboten? Das heißt, ich heirate jetzt neu. Muss ich sofort Kinder? Nein. Aber, schaut mal, dass sie entscheiden, gar keine Kinder haben zu wollen. Das ist verboten. Das heißt, dass die Frau die gesamte Zeit über verhütet. Das ist nicht erlaubt. Okay, sie können sich jetzt ein Jahr kennenlernen, zwei Jahre kennenlernen und dann sollte man auch Kinder bekommen. Das heißt nicht, dass das zeitlich beschränkt ist, aber ihr versteht, was ich meine. Dieser Entschluss, keine Kinder haben zu wollen, nein, so nicht, liebe Geschwister. So ist das bei uns in der Religion nicht vorgesehen. Welche Voraussetzungen sollte ein Mann haben? Ein Mann sollte erstmal von gutem Charakter, Religion und Verantwortungsbewusstsein sein. Der Prophet Muhammad sallallahu sagte: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيدٌ. Wenn ein Mann zu euch kommt, dessen Dien ihr mögt, dessen Religion ihr mögt und dessen Chuluk bedeutet Charakter ihr mögt, so verheiratet ihn mit eurer Tochter. Wenn ihr das nicht tut, wird es großes Unheil auf dieser Erde geben. Ist passiert, ja oder nein? Ist passiert. Ist passiert, liebe Geschwister. Deswegen sollte der Mann welche Voraussetzungen erfüllen? Er sollte Religion haben und aber auch Dien, ja? Weil heute Bärte haben viele. Bärte haben viele. Aber ein Charakter, walayadu billah, der sich islamisch nicht gezieht. Und Chuluk ist sehr, sehr wichtig, dass ein Mann ein gutes Benehmen hat. Denn ihr verheiratet ihn mit eurer Tochter. Wen willst du deiner Tochter zur Frau geben? Einen, der bekannt ist, dass er die Frauen schlägt. Eine Frau kam einmal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte ihm: Drei Männer haben sich für mich beworben, ja Rasulallah. Wen soll ich heiraten? Er sagte unter anderem: Den heiratest du nicht, der schlägt die Frau. Aber heute, wenn der Mann, der die Frauen schlägt, 3000 Euro verdient, dann kann sie ruhig mal eine verdienen. Richtig? So denken die. Ist egal. Aber kommt ein Armer, der vielleicht nicht so viel Geld hat, aber er sieht nach der Sunna aus und er hat ein gutes Benehmen und einen guten Charakter, den wollen wir nicht. Lieber den, der ihr einmal im Monat ein blaues Auge schlägt, aber der gibt uns auch Geld. Und sogar haben wir viel und oft gehört, dass heutzutage unsere sunnitischen Schwestern mit Schia oder Yadu Billah verheiratet werden. Sowieso die Ehe mit einem Schia ist ungültig. Ja? Die Ehe mit einem Schia ist ungültig. Daher, liebe Geschwister, war es das, was ich heute zu sagen hatte. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk.